Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück hier bei Atlas. Es geht weiter mit Xar. Servus. Moin. Und es wurde ein großer Tiger gesichtet und wir wollen uns den natürlich versuchen zu zähmen. Level 29, das ist schon durchaus ordentlich. Da vorne ist er und es ist ein Männchen. Ja, geil, okay. Nur ja. Hier können wir, glaube ich, nicht bauen, oder? Hier können wir, glaube ich, nicht bauen. Wir müssen den rüberziehen. Gehst du zurück zur Basis? Ich ziehe ihn rüber. Alles klar. Und dann versuchen wir ihn dort zu legen. Hängt da ein bisschen fest. Frage, ob der... Vielleicht hat er Akku auf irgendwas, was da reingepackt ist oder jetzt so. Jetzt hat er Akku auf den... auf den Stier. Oh, der ist schwarz. Sehr schön. Ja, sehr geil, ja. Ich glaube, es sind ganz schöne Lecks. Der macht da kaum was mit dem Stier. Okay. Mal eben schauen. Ja, King ist halbwegs okay für Atlas. Gerade 130. Gut. Ich hau ihn dann ebenfalls runter mit dem... Okay, ich komme. Hm. Kommen Sie nur. Er ist schon ganz schön runtergehauen. Ich habe schon zweimal drauf gekloppt. Hm. Gut. Boah, es leckt echt total. Wir haben Katastrophe hier am Server gerade wieder. Hat er eigentlich gedacht, der hat sich hätte gefangen, weil vorher ist er mal abgeschmiert, aber wohl doch nicht. Nee, wirklich. Okay, weißt du was? Der ist eh gerade kaputt. Ich versuche den hier zu bolern. Hm, aber ich glaube, der braucht noch einen Treffer. Kannst du noch einmal draufschießen mit dem Bogen? Jo, kann ich machen. Sofern ich ihn treffe, so wie der hier gerade rumbackt. Ja, der ist halt wirklich nur noch am Backen. Das ging schon mal vorbei. Na, das war auch fast vom Haus hinten geschossen. Ja, komm her, der macht nichts. Ja, ja, ich weiß. Nee, ah, der macht nichts. Ja, herlaufen. Alter, bleib mal stehen, du Mistvieh. Ja, vor allen Dingen, der rutscht, das ist ja wie in den ersten Stunden von Atlas. Kann der auch mit dem Tiger nochmal draufhauen? Mittlerweile hat er ja wieder so viel Leben. Oh, ich versuch's mal. Was denn? Ah, oh, dürfte aber, glaube ich, nicht reichen. Ah, wo ist er? Das ist ja wieder zu weit hinten. Nee, das ist doof. Hier kann man nicht einbauen. Komm her, komm her. Da ist wenigstens mal ein Stück. Was ist denn los mit dem hier? Okay, pass auf. Ich gehe kurz zurück, hol mir das Bauzeug. Ja, rennt er? Ne, er rennt doch nicht hinterher. Nee, der ist ganz kaputt. Wir müssen unbedingt die Server jetzt mal so langsam in den Griff kriegen. Das, wir hatten jetzt die ganzen letzten Tage schon echt bescheidene Lags und Ping jenseits der 200. Und das kann mal passieren an einem Wochenende. Das ist jetzt nicht so weiter verwunderlich, aber jetzt nehmen wir gerade am Montagabend auf. Ja, es sind gerade mal 42 Leute hier auf unserer Karte. Eben, und es ist echt nichts los. Es ist echt nichts los, ja. So kaputt war jetzt lang keiner mehr. So, ich bin theoretisch da, praktisch. Ja, ist auch schon wieder ein bisschen näher hier vorne bei uns. Wo ist er? Da ist er. Okay. Hau drauf. Ja, ich versuch's. Warte. Ja, da ist noch gut, da ist noch gut, da ist noch gut. Bleib stehen. Ah, da. So. Okay, das soll ich rein. Ja, auch noch ab. Ja, ist gut, ist die richtige Richtung. Ja, ja, schon, aber. Muss ich nur noch mit einer Bola treffen? Jawohl! Du hast das Fahrzeug? Hey, ich hab das Bauzeug, ja.
Minütchen hast. Dann gehe ich schon mal mit der Mieze los und gehe Primate holen, oder? Ja, klingt nach dem Plan. Oder hat die noch was drin? Ne, hat sie nicht. Fertig! Hoffe ich, dass er da nicht rauskommt, aber es sieht gut aus. Wird sich zeigen. Wird sich zeigen, ja. Wenn ich gleich brülle, dann musst du mit der Mieze wieder zurück, ne? Aber Männchen Level 29 ist mal richtig cool. Das ist echt nicht schlecht, weil, wie gesagt, wir ja auch davon ausgehen, dass hier Level 30 die Oberkante ist. Wir haben noch nichts Höheres gesehen, jedenfalls. Sehr geil. Kannst du vielleicht kurz Wache schieben hier bei dem? Nicht, dass irgendein Aas kommt, obwohl, da kannst du auch nichts machen. Ich renne mal eben zum Schiff und hol die Bolas, ne? Mhm. Ich denke mal, dem geht's da. Ich warte noch mal, bis er aufsteht. 7 Sekunden. Das war jetzt unspektakulär durch den blöden Bug. Sonst hätte das richtig brenzlig werden können mit einem 29er. Das würde gut Schaden machen, denke ich. Okay, der ist erstmal safe. Habe ich hier noch nicht mal einen Bullen mit einem Tiger hier? So. Mal gucken, wo ich das hingelegt hat. Oh, das sieht aber gut aus, was du hier gebaut hast. Das ist doch dein Verbrechen, ja, oder? Mein Werk. Sauber. Richtig cool. Dass man jetzt so direkt aufs Schiff laufen kann, quasi. Ja. Das war Arbeit, der Plan dahinter. Ja, so, da habe ich jetzt die restlichen Tage meines Urlaubs mit verbracht. Wow. Hat sich aber gelohnt. Also das ist lang überfällig gewesen, dass wir so eine halbwegs vernünftige Hafenanlage haben und man diese Schiffe nicht mehr ganz so kreuz und quer hat. Müsste man noch irgendwie so benannte Parkplätze haben quasi. So, hier steht Niveau, da Schleißer, da hat das alles seine Ordnung. Das ist eigentlich schon, ohne dass ein Schild dran steht, abgesprochen. Ja. Sauer. Also gerade jetzt die großen Schiffe, also die Galeone und die Brigantinen, die bleiben vorne stehen. Und alle anderen parken jetzt im Hafen. Da werden wir jetzt wohl die Tage auch noch... in der Bucht meinst du hier? Da, ja, genau, in der Bucht. Anlegestellen gebaut. Ja, hier sind so ein paar kleine Stege sind schon gebaut. Hier vorne bei der Brücke und so. Also, da sind schon Stege entstanden. Schön. Schön, es wird. Es freut mich. Oh, so langsam. Gut, ich stehe beim Tijon und warte auf deine Ankunft. Ich habe hier gerade 2 rumbackende Kühe erlegt. Ich denke aber, es wird nicht reichen. Also ich werde dann wohl zwischendurch mal nochmal los müssen. Das ist schwierig. Warte mal. Sonst könnte man es auch mit gekochten Prime mal probieren. Ich weiß, bei der Nini war Primate. Ich bin mal so frech. Also ich habe jetzt noch 28, rein. Aber das bald ja entsprechend schnell. Ja, das ist gut. Das ist gut. Pass auf, dann machen wir hier wieder so ein Preserving Bag hin. Achso, ja, stimmt. Das können wir natürlich auch machen. Kannst du so ein Ding zusammenbauen? Das muss Nini machen. Ich kann das leider nicht. Auch nicht. Aber könntest mal bei Nini gucken. Vielleicht hat die noch irgendwo ein paar rumliegen. Ich denke, die dürfte entsprechend Vorrat gebaut haben. Ach, komm erst mal her. Das kriegen wir hin. Ich tue unseres jetzt in unserem Preserving Bag. Ich habe eben bei Nini welche reingeschmissen. Die habe ich mir jetzt quasi plus ein bisschen extra wiedergeholt. Gibt wieder Frisches nachher. Ja. Ich lege mir ein Gummibärchen in den Kühlschrank und nehme dafür die ganze Tüte raus. Nimmst eine ganze Tüte aus dem Vorratsschrank. Genau. Ja, so ist es. Das habe ich jetzt mal bei uns in die Preserving Bag gelegt. Da kannst du ja zur Not mal hin und her chatten mit dem Tiger. Da liegen dann nochmal 20 drin. Und jetzt nehme ich erstmal die du hast. Und dann ist gut. Ich hab's nur bei Nini rausgenommen, nicht, dass es direkt jetzt verkocht, weißt du, wie der Zufall so ist. Ne. Dankeschön. So, ja, dann hauen mal runter den Guten. Ich mach nicht mit, nicht, dass man auch noch gut machen. Wäre schade. Moment. Greif mal passiv. Noch immer nicht.
Jetzt reicht's. Ja, Gott. Und jetzt? Werde ich wieder, jetzt kriege ich wieder Fresse voll. Genau, jetzt kriegst du da eine aus Dach. Sehr gut. Ich sehe die Bola-Zeit nicht. Ja, ich sag Bescheid wieder. Ach, 1 ist 1,12. Ja, okay. Das, ja. Ach, das war das mit den. Das muss genau passen. Warte mal, 26. Ja, es reicht jetzt genau nicht für 3. Aber wenn ich ganz schnell dran bin, dann, dann reicht es auch für 3 Prime-Meat. Aua, Sabbat! Und dazu. Weißt du, eben wollte er nicht und jetzt ist er hier super aggro wieder. Ja. Super, naja, und unser, aggro an den Boden gefesselt. Unser Ziel ist, die dann natürlich zu verpaaren. Und ich muss sagen, jetzt mit dem Schwarzen noch dabei, ich glaube, das kann ein richtig, richtig schickes Tier werden dann. No, so schwarz-rot, das sieht ja nicht schick aus. Genau um 2 Sekunden reicht's nicht. War am Anfang zu lahm. Schön. Ach, das freut mich. Vor allem, dass der so hochlevelig ist. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und wir hatten das kurz vorher in den Chat hier geschrieben, in den regionalen hier für unsere Company. Und dann hat man geschrieben halt, wenn jemand einen Tiger sieht, bitte melden. Und dann hieß es sofort, also es war eigentlich kaum 5 Minuten, nachdem ich das geschrieben habe. Hier, ich habe einen Level 29 Tiger am Hintern. Also echt krass. Ja, wie der Zufall so will. So. Ja, reicht. Oh. 1,26 und 2x4. Ja, diesmal kriege ich 3 rein, das ist gut. Sehr schön. Was sagt der Fortschritt? War leider erst 10%, aber... Und du hast wie viel rein? 3. 4, 3. Der kriegt ja, oh, also 3, Batsch Prozent. Du könntest mit dem Primate vielleicht sogar hinkommen. Halbwegs. Von der Anzahl her reicht es auf jeden Fall. Wir müssen nur gucken, ob er sich, ob das verdirbt zu schnell, aber das sollte eigentlich gehen. Jo. Alter! Unausgeglichene Tier. Die ganze Zeit nix und dann auf einmal, weißt du? Jawohl, diesmal klappt's wunderbar. Dann ein klein wenig warten, bevor du ihn runterprügelst, ne? Mhm. Damit wir nicht noch im Cooldown sind. Er hat dann, wenn ich ihn jetzt gleich fütter, noch 6 Sekunden, also gut 30 Sekunden muss es dauern, bis er unten, bis er wieder liegt. Also okay. Kannst bestimmt 20 Sekunden warten, bis du den ersten Pfeil machst. Mhm. Sehr gut. 15? 7? 5? So. Und dann jetzt gut abwarten. Ich schieße aber schon mal ein bisschen drauf. Ja, ob du wartest oder ich, ist wurscht. Ja, mach mal einen. Ja, ganz schön ist, glaube ich. Ja, so. Ja, Moment. Ja, ich muss, glaube ich, von meiner Seite aus ran. Ja. Und ich bin noch schnell genug. Ich brauche noch 1,20. Oh ja, das wird nicht. Ich werde aufs Maul kriegen jetzt. In der letzten Sekunde, oder? Ja, also 1-2 Sekunden habe ich noch zum Fliehen dann wahrscheinlich. Hoffen, das klappt. Weil man braucht immer so eine Sekunde, um reinzudrücken. Mhm. Kannst nicht direkt mit 0, sondern also gefühlt die Sekunde drauf erst. Mal schauen, ob es klappt. Wird sich zeigen. Das wird ansonsten ganz knapp. Muss halt dein Charakter herhalten zum Tamen. Ja, ja. Mein C ist sowieso immer noch das beste Tame-Food. Also. Ich weiß nicht. Gleich mit Käse überbacken. Achso, Käsehus. Ja. Mm. Ja, es klappt. Ich hab sogar komfortable 3 Sekunden. Boah. Das muss zum Fliehen reichen.
bin mal gespannt auf die Startwerte. Unserer war, der erste war 13 oder 12. Nee, 13 war der vom Level, ne? Und dann, als wir ihn fertig gezähmt haben, war er, glaube ich, 19. Mhm. Und dann hatten wir ja an Startwert, hatten wir ja 400 Leben, 300 Leben. Also war wenig. Irgendwie so mit den Dreh, ja. 300, 400 Leben, 380 oder so. 4. Ja, ciao. Auch hier jetzt wieder warten, also ich mach dann das Warten, hauen ruhig runter. Wow, ho, bleib, wo du bist. Jetzt haben wir hier noch eine Kletterkatze. Oh. Dann können die das? Ich weiß nicht. Okay, schieß nochmal. Ach, du bist ja Globulan. Nee, nicht schon, aber dass es dann passt, ich mache jetzt hier die Wartezeit. Ja, komm, wie 30 Sekunden sind es dann um, sagen sie. Ah, noch nicht. Oh, muss noch mal schießen, leider. Er hat wieder zu viel Leben. Jupp. Und zack. Da liegt er wieder schön. Oh, Viertelchen haben wir ja schon. Viertelchen. Ja, so ein Drittelchen haben wir. Drittelchen. Oh, ich hoffe, dass mit dem Paaren klappt. Wir haben bisher noch keine Ahnung vom Verpaaren in Atlas. Einzige, was ich weiß, ist, dass bei den Tieren auch steht, enable wandering to... Au! To mate. Das ist also wie ein Ark, aber es soll wohl hier und da ein bisschen Schwierigkeiten geben. Wahrscheinlich, also es sieht so aus, als müssten die Temperatur, pass auf, als müssten die Temperaturen stimmen beim Paaren. Also wie das bei Ark war mit den Eiern zum Ausbrüten, dass die entsprechende Temperaturen brauchen, scheint es irgendwie hier, ne, wenn es denen zu heiß ist beim Paaren, dann wollen sie nicht. So, mal gucken. Also wir werden es auf jeden Fall probieren. Ich hoffe, dass es mit den Tigern passt, weil die ja hier natürlich vorkommen. Wäre das ja zumindest logisch. Als ihr da schon Erfahrungswerte habt, dann immer raus damit. Auf jeden Fall muss man in diesem Beastmaster Skill Tree auch dann entsprechend auf dieses Breeding und dergleichen leveln. 6 Sekunden. Ja. Komm hier nicht raus. So. Na dann, kannst du ihn wieder runterballern. Ich warte. Oh Mist. Diesmal sind es noch 4 Sekunden. Oh Mist. Klappt das? Oh, schnell. Oh Gott, das wird wieder eng. Solltest du dir schon gewohnt sein. Ja. Du könntest, wenn du willst, jetzt mal losgehen und ein bisschen Prime mitholen. Mhm. Aus der Katze hast du schon alles raus, oder? Ich glaube, wenn da noch was drin ist, ist gut. Ansonsten müsstest du nur mal holen. Ne, liegt nichts drin. Dann blitze ich eben los. Platz los, genau. Schau ich mal, wie ich hier noch irgendwo nicht finde. Wie gesagt, ist im Preserving Bag. Muss mal gucken, in welchen ich es reingeschmissen habe. In einem unserer habe ich es rein. Und das gekochte oder das rohe? Das rohe. Achso. Schauen wir mal, in welchen Beutel es gelandet ist. Naja, also das. Ah, oh, ja, okay. Gefunden. Wunderbar. Dann kommst du sogar pünktlich zurück. Pünktlich zum Essen. Pünktlich zum Essen. Oh Gott, das wird eng. 2 Sekunden habe ich wieder. Ich sehe nichts. Wir müssen unbedingt mal auf die Inseln gehen, wo dann stärkere Tiere sind. Das war jetzt echt knapp. So. Ola. Okay, reicht.
die da warten. Ich bin immer noch, es stand auch in den meisten Kommentaren, hieß es, dass das Taming-System jetzt nicht unbedingt das beliebteste ist. Also viele haben das geschrieben, was wir dann auch schon gesagt haben, dass es irgendwie schon ein bisschen eigenartig ist, die Tiere so immer wieder runter zu prügeln und dann wieder neu zu bolern. Also ich hoffe einfach, dass sie das echt nochmal überarbeiten. Das ist halt das Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip. Das ist eigentlich nur Peitsche. Naja, das kriegt ja auch Fleisch. Also ja, aber zu welchem Preis? Also nee, weiß nicht. Ich meine, einer hat in den Kommentaren geschrieben, das ist halt nicht dieses Prinzip des Zutrauens, sondern dieses Prinzip der Angst. Ja? Nicht mit Zutrauen und Liebe zähmen, sondern eben mit Angst. Das ist natürlich so schon. Ja. Ja. Aber. Na, ich weiß nicht. Es gibt noch bessere Methoden, das im Spiel umzusetzen. Man nehme da zum Beispiel die Immersive Taming Mod von Ark, die einfach ziemlich perfekt ist. Die könnte wirklich noch Einzug erhalten, das wäre toll. Und dann das Ganze verbunden noch mit so ein bisschen Minigames. Da haben sie ja ein paar schöne Sachen hier, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dass man zum Nachladen ein Minigame macht, das dauert zwar zu lang, aber die Idee an sich ist gut. Das entschleunigt ja, halt auch so ein bisschen PvP-Kämpfe, One-on-Ones. Was halt momentan ein bisschen daran scheitert, dass man hier so 100 tolle Pings hat und teilweise der Balken schon durchgelaufen ist, bevor es überhaupt erscheint. Ja, das hatte ich auch schon. Dann ist der quasi durchgesammelt und man wusste überhaupt nicht, wie man reagiert. Ja, ja, das ist richtig. Oh. Aber wie gesagt, das mit den Minigames ist eigentlich ganz cool und da könnte man sicherlich beim Zähmen auch noch so ein bisschen was machen. Hm. Hat leider noch zu viel. Ja, passt. Ja, bleib unten. Bleib vernünftig, Junge. Oh. Oh, jetzt diesmal ja, habe ich zu früh geschossen. Mal gucken. Rein da. Und habe ich noch 1, 2. Oh, das wird wieder eine Punktlandung. Könnte aber gehen. Ich nehme den mal weg. Hat er dann schon. Schon über die Hälfte. Sehr schön. Was machen wir denn schwach? Da muss weit über die Hälfte sein. Naja, ja. 65 ist jetzt nicht so weit über die Hälfte. Ja, geht mehr, gebe ich zu. Ja, das könnte klappen, dass ich wieder 3 reinkriege. Komm, ruhig. Alles gut. Giga Katzi-Tatzi. Sehr schön. Eine Sekunde habe ich. Ich habe eine Sekunde. Ja, das reicht doch, Dicke. Ja, natürlich. Ich muss den ja auch noch füttern, so nebenbei erwähnt. In dieser einen Sekunde. Habt ihr nochmal Freimit reingelegt? Unsere Bank hat da wohl gerade ein bisschen was eingenommen. Ah, die Bank. Ja, sehr schön. Ja, klar, natürlich. Ich habe auch immer ein Freimit-Konto auf der Bank. Ich lege nicht in Aktien an, sondern in Filet. Genau. Rein da, rein da, rein da. Oh! Ah! Ah! Er hält mich! Hilfe! Ich komme hier nicht raus! Oh! Aua! Das war böse. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Primate gezählt hat oder nicht. Also ich meine, er hatte noch eine Kau-Animation, kann der aber jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Leider immer noch fit. So, passt. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen runterzählen. Diesmal warte ich länger. Ach ja. Arme Tier. Schau mal, wie geplagt das ist. Ja, hat schon ganz schön Tomatensaft drauf. Tum, tum, tum. Hm. 76,5. Ja, da muss der noch gezählt haben, der letzte. Das ist gut. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt auf Pan 80. Dann kommen wir auf 93 ungefähr. Oh Gott.
Ja, zweimal müssen wir noch legen. Dann haben wir's. Legen wir doch hin. Das sah so lustlos aus, wie jetzt da so. Aua, das nicht! Supp ich auch noch. Da drüben ist eine riesen Brücke entstanden. Ich weiß gar nicht, habe ich die im letzten Video schon gezeigt? Ich glaube nicht, oder? Ja, gezeigt glaube ich nicht, aber dran vorbeigerannt, sicherlich. Ja. Die riesige Brücke ist entstanden. Da kann man jetzt mittlerweile sogar drunter durchfahren mit einem auch relativ großen Schiff. Ich glaube, mit unserem kommen wir durch, ne? Mit dem Schoner. Aua! Schon dürfte doch durchgehen, glaube ich, ja. Wobei es da dann hinten relativ schnell flach wird. Jetzt hat er mir ein paar Mal eine gelangt, jetzt poch ich. Da steht er wieder. Boah. Auszeit. Ich muss schauen, ob ich liege, bevor der gezähmt ist. Okay, reicht, reicht, reicht. Nein! Das war so klar. Scheiße! Ja, warte, ich guck mal, ob ich ihn einklemmen kann. Okay, er liegt. Hast du noch was zum Bauen? Wir bringen ihn jetzt so durch, oder? Okay, ja, dann versuche ich ihn mit der Katze dann zu decken und zu blockieren. Ja, ich habe, genau, stell dich dann direkt davor. Ich habe noch was zum Bauen, aber das reicht nicht aus. Das ist. Wir müssen den jetzt nach diesem noch einmal legen, dann ist er gezähmt. Also insofern sollte das gehen. Aber wie viel Schaden macht man eigentlich die Mieze auf der Katze jetzt? Na, schwer zu sagen. Also, wenn du jetzt da draufhauen würdest, könnte es sein, dass er um ist. Also, die hat schon ganz gut reingesammelt. Oh, okay. Dann mach lieber ganz klassisch mit dem Pfeil wieder. Ja. Aber du kannst ja, wenn er jetzt aufsteht, hat er erstmal genug. Dann kannst du ein oder zweimal draufhauen. Siehst du ja, wenn du das erste Mal haust, wie viel er dann an Schaden hat. Dann gehe ich mal mit auf den Bogen gerade. Sekunde. Ja, aber ist vielleicht besser, wenn ich wirklich alleine schieße, weil. Es könnte halt sein, dass du einfach zweimal oder einmal mit der Katze draufhaust und ich hau dann lieber den Rest dann mit dem Bogen. Das meinte ich nur, dass wir es aufteilen. So, das könnte man ausprobieren, ja. Dass der da rausgesprungen ist, ich meine, das ist ja logisch, die können ja springen, aber das haben die anderen bisher nicht getan. Ja, aber das war eher auch so halb rausgeglitscht aus, also. Ja, irgendwie, ja. Noch ein bisschen. Okay, jetzt steht er gleich auf. Na, 2 Sekunden. So, dann hau mal drauf. Ah ja, 32 geht. Ja, hau nochmal drauf. Man könnte fast schon reichen, oder? Jetzt müsste ich einmal ballern. Bläh, Huckel. Oh, nicht doch. Ich hab ihn eingeklemmt. Ja, okay. Moment, ich schau mal, ob ich einen Bolan kann oder ob ich nochmal schießen muss. Ein Eimer muss, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, der hat auch genug, da kann ich jetzt, glaube ich, auch einmal beißen. So, ab. Ja, das reicht. Wo ist er jetzt da? Oh, ist das ein Gelecke. Das ist ekelhaft. Ja, hab ihn. So. Okay, jetzt nächste, weil das nächste Frist ist er uns. Sehr schön. Wir haben's. Oh, das war jetzt aber, ne? Das war nicht nötig. Ja, das hätte nie sein. Vor allem dieses Geleck. Also hier mal so 116er Ping. Das geht ja fast. 120. Das geht ja fast. Das war, wie gesagt, schon über 200. Ja, aber zwischendurch hat er trotzdem irgendwie mal einen Schluck auch immer. Man sieht es auch an, wenn du jetzt den Papagei hast und hinterher guckst, der springt eigentlich durch die Gegend und fliegt nicht durch die Gegend. Also das ist echt. Ich glaube, ganz unabhängig vom Ping sind die Tiere nochmal ganz anders kaputt. Also momentan haben alle dieses riesige Rubberbanding. Dann werden sie mal wieder wieder zurückgezogen. So, und tada! Yay! Der Dajendijer. Ihr könnt wieder einen Namen vorschlagen. Wir müssen noch eine ganze Benamungsrunde machen. Ach, guck an.
Der hat überhaupt ganz wenig Leben nur. Er hat nur 340. Moment, jetzt geht's gerade hoch. Das maximale Leben. Wie ist das denn jetzt passiert? Der hat 350 maximales Leben. Hm. Was hat deiner? Hm. Wenn du jetzt gerade hockst. Oder der hocktest. Hat 430. Da habe ich aber auch schon ein bisschen draufgelevelt. Was hat der an Stamina, der andere? 268. Okay, da hat er hier deutlich mehr. 304, weil zumal der andere schon gelevelt ist, auch auf Stamina. Und Damage habe ich hier im Angebot 149,3. Oh, ja, der hat ja auch nur 30, aber wurde sicherlich auch schon aufgelevelt. Ja, auch schon ein bisschen. Okay, also da ist es deutlich besser, aber beim Leben nicht. Naja, okay, na, dann komm mal mit. Werdet ihr direkt verpaart, ob ihr wollt oder nicht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja? Ja, nix. Ja. Wie? Komm, Xar, sprich's aus. Oh Gott, jetzt müssen die Leute warten. Was wollte Xar uns sagen? Genau. Was der hatte Xar gerade auf der Lippe? Der ultimative Cliffhanger. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann mit verpaarenden Tijon und hoffentlich zumindest. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also, bis dahin. Tipps und Vorschläge zum Verpaaren immer willkommen, falls wir scheitern. Ja. Also macht's gut, ciao. Ciao.